Die letzte Zeit ist absolut wie im Flug vergangen. Wir haben viel gearbeitet und dann war es auch schon Zeit für uns, ein bisschen neue Technik auszuprobieren. Ui, mir fällt schon gleich der Arm ab. Willkommen zu unserem ersten spannenden Kameraerlebnis mit dem neuen Equipment. Und ich zeige euch gleich mal, was es ist. Und ja, es ist schon ein bisschen, wird langsam dunkel, weil wir sind ein bisschen spät dran nach der Arbeit. Aber deswegen beeilen wir uns jetzt, damit wir noch ein bisschen was filmen können. Auf geht's! Vor einer Weile hatten wir dann in einem Video ja schon gezeigt, dass wir für den Julius Award nominiert worden sind. Und deswegen ging es für uns Ende Januar nach Essen. Herzlich willkommen in Essen! Wir machen uns genau jetzt auf den Weg. Wir sind eigentlich schon ein bisschen spät dran. Und treffen die ganzen anderen Nominierten, oder zumindest einen großen Teil. Einige sind noch unterwegs. Und dann geht es auch wirklich demnächst los mit der richtigen Veranstaltung und wir sind mega krass aufgeregt und ja, jetzt müssen wir los. Wir sind jetzt in der Zeche Karl und das hier ist Mustafa. Hallo, der mit uns nominiert ist in der Kategorie. Die anderen beiden von B&M Lifestyle sind heute nicht da, ja, sind noch in Neuseeland, aber haben bestimmt auch ihren Spaß. Ja, auf jeden Fall. Wir sind die zweite Kategorie, die jetzt heute dran ist. Also gespannt, bis dann. Wir sind jetzt richtig aufgeregt, es sind jetzt schon alle Leute hier und die Musik beginnt, deswegen rede ich jetzt noch nicht weiter. Wir freuen uns, euch hier zu begrüßen und euch den Julius Award 2019 zu präsentieren. Herzlich willkommen. Dann geht es jetzt auch gleich schon in die zweite Kategorie. Jetzt geht es in die zweite Kategorie und das ist die Kategorie Vlogs. Genau. Das ist eine sehr große Kategorie dieses Jahr gewesen, eigentlich auch letztes Jahr schon, letztes und zwar Jahr, ja, mit 27 Bewerbungen. Das heißt, sehr, sehr viel Konkurrenz in dieser Kategorie. Aber es haben sich da ein paar starke durchgesetzt. Das genau. Sind dann unsere Nominierten. Grüße aus Tokio. Hallo. Mein Name ist Mustafa und ich drehe Vlogs. Unsere Plätze sind ganz oben. Meine ganze gesamte Arena sind. Hi, ich heiße Vanessa, bin 19 Jahre alt. Ich heiße Maxi, bin 21 Jahre alt. Und gemeinsam möchten wir mit euch die Welt bereisen. Auf unserem Kanal. B&M Lifestyle! Dann würde ich sagen, mache ich mal den schönen goldenen Umschlag auf. Und verkünde, dass der Gewinner der Kategorie Vlogs der Kanal Reiseskizzen ist. Ja, richtig cool, dass wir jetzt gewonnen haben. Wir hätten es auch wirklich den anderen auch sehr gegönnt. Ich glaube, alle hätten es verdient. Und ich habe gesehen, dass ihr auch für dieses Jahr was ganz Besonderes plant. Was ist das? Ja, dieses Jahr ist nämlich das erste Mal, dass wir länger reisen an einem Stück und da haben wir jetzt lange drauf hingearbeitet. Das war schon immer eigentlich seit der ersten Reise unser Ziel, das halt mal länger zu machen. Erstens natürlich, weil es uns Spaß macht oder zweitens auch, weil das halt fürs Video machen was ganz anderes bedeutet, weil wir dann halt viel mehr Zeit am Stück da rein investieren können und uns auch viel besser so weiterentwickeln können. Und genau, wir planen für 7 bis 8 Monate unterwegs zu sein, wieder vor allen Dingen in Asien, weil uns das einfach gefällt. Asien ist unser Ding. Dann nochmal in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch und ich bin sehr gespannt auf die Weltreise-Vlogs, die dann als nächstes anstehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich kann auch einen Glückwunsch. So, wir melden uns jetzt nochmal vom nächsten Tag nach dem Julius Award. Denn gestern sind wir nicht mehr wirklich dazu gekommen, nochmal so eine abschließende Aufnahme zu machen. Ja, was soll man sagen, ne? Wir freuen uns mega. Wir waren richtig geflasht gestern.
bisschen überfordert. Ein bisschen gemerkt auf der Bühne. Das war nicht so der eloquenteste Auftritt, sondern wir waren so ein bisschen sprachlos und überfordert, aber ja. Aber auf alle Fälle, es war super cool, also die ganze Organisation war super gut, die Veranstaltung hat so viel Spaß gemacht, da die ganzen anderen YouTube-Kanäle zu sehen, die auch so coole Sachen machen. Ja. Also, ja. Also von vorne bis hinten ein großer Erfolg. Jetzt ganz unabhängig davon, dass wir uns natürlich sehr darüber freuen, dass wir gewonnen haben, aber so oder so, es war unterhaltsam, es war lustig, die Moderation war toll, die Musik war klasse. Ja. Es war einfach cool gemacht, dass dann auch nochmal jeder kurz zu Wort gekommen ist und man halt kurz die Videos gesehen hat und alles. Und ja, also wir können eigentlich nur sagen, ein großes Dankeschön an die Organisation. Und jeder, also oder anders gesagt, falls es hier jemand schaut, der selber einen kleinen YouTube-Kanal hat, ich würde mir auf jeden Fall überlegen, mich nächstes Jahr zu bewerben. Oder jemand, der sich einfach dafür interessiert. Also auch als Gast hat man sehr viel Spaß als Zuschauer. Ja. Vor allem, man kann halt einfach wirklich mal mit Leuten reden, die YouTube machen. Ob man nur Fan ist oder selber halt was macht, ist super cool, um Leute kennenzulernen, um sich auszutauschen, weil ja, man kommt einfach mit so vielen unterschiedlichen Leuten ins Gespräch, die ganz andere Interessen haben. Ja. So, und wir haben echt so Sachen, also da waren ja Videomacher dabei, so von in Bereichen, die, mit denen wir gar nichts am Hut haben, aber es war einfach trotzdem mega cool. Ja. Und ja, auf jeden Fall haben wir unseren Horizont erweitert und ja, abschließend kann man, glaube ich, sagen, wir sind jetzt motivierter denn je. Also wir haben jetzt richtig Bock, nachdem man so die ganzen Leute getroffen hat, die so eine Leidenschaft dafür haben, die Videos zu machen. Also ist das jetzt aber so richtig angestachelt, auch noch mehr und noch bessere Videos zu machen und uns zu arbeiten. Und ja, unsere Reise jetzt so cool wie möglich auf Video aufzunehmen. Für alle, die es gerne sehen möchten und für uns selber als Erinnerung. Ja, und apropos Reise, wir müssen jetzt schnell machen, weil jetzt müssen wir auschecken. Ja. Wir sind, glaube ich, schon spät dran. Wir sind jetzt schon Overtime und ja, wir müssen jetzt noch den Rest zusammenpacken. In der Woche nach der Gala, der Woche vor dem Flug, bin ich erstmal so richtig schön krank geworden. Deswegen kamen dann auch keine Videos mehr. Jetzt ist aber soweit alles wieder gut. Und damit sind wir am Flughafen. Packen war natürlich mega chaotisch. Deswegen haben wir da auch jetzt nichts mehr gefilmt. Ist früh und gleich geht's los. Und was wir noch nicht erzählt haben, wir sind gar nicht nur zu zweit, sondern wir haben noch eine Kamerafrau dabei. Hi! Also Spaß, sie ist natürlich jetzt keine Kamerafrau, sondern das ist Jule, unsere Freundin, die jetzt den ersten Teil der Reise dabei sein wird und deswegen kommt sie bestimmt auch mal im ein oder anderen Vlog vor. Wir waren gerade beim Check-in. Leider hat es nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das erhofft hatten. Wir haben gerade erfahren, dass wir ohne Weiterflugticket, also ohne Ausreiseticket für Thailand, nicht einreisen dürfen. Tolle Neuigkeiten. Da geht einem erstmal so ein bisschen die Düse. Man sitzt hier am Flughafen und denkt sich nichts Böses und dann kommt das. Also die guten Nachrichten sind aber, wir dürfen auf jeden Fall bis nach Schweden fliegen. Also wir machen nämlich eine Zwischenlandung in Stockholm. Und das heißt, wir haben auf jeden Fall auch noch Zeit und alles. Aber ja, so lernt man mal wieder daraus. Ist halt kacke gelaufen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Man macht sich über 1 Milliarde Sachen Gedanken und welche Hose packt man ein und haben wir dieses und jenes und haben wir die Versicherung und überhaupt, und dann scheitert es im Zweifelsfall an sowas, dass man nur ein One-Way-Ticket gebucht hat und keine Busfahrt oder Weiterreiseticket. Aber wir haben jetzt so ein Fake-Ticket gebucht, also eins, was nur 48 Stunden gültig ist, was ja reicht für die Einreise. Und hoffentlich kommt es jetzt bald. Das sollen die nämlich innerhalb einer Stunde per Mail zustellen. Und darauf warte ich jetzt sehr sehnlich. Und dann klappt es auch. Sonst müssen wir halt erstmal nach Stockholm und dann nochmal mit dem Ticket gucken. Unser Ticket ist noch nicht da. Das ist nicht so schön. Aber dafür hat es geschneit. Und das sind jetzt unsere letzten Minuten des Winters für eine Weile. Also für bis zum nächsten Winter. Okay, Ende der Geschichte ist jetzt ganz einfach. Wir sind nochmal zum Schalter und wollten sagen, dass wir erstmal nur bis Stockholm fliegen, weil unser Ticket ja nicht da war. Und dann hat die Frau gar nicht mehr gefragt, also es war eine andere. Und jetzt wurden wir direkt durch eingecheckt, ohne Ticket. Haben jetzt aber mittlerweile das Ticket. Genau, es kam wirklich 2 Minuten, nachdem wir gesagt haben, okay, jetzt probieren wir es. Also jetzt haben wir es halt, aber es war jetzt auch nicht teuer. Und ich meine, dann ist es vielleicht sicherer für die Einreise nach Bangkok. Nicht, dass da auch nochmal irgendwie gekontrolliert wird, wir wissen es nicht, aber ja. Und jetzt sonst ging auch alles voll easy. Die haben uns auch gar nichts abgenommen. Wir haben
viel zu viel Flüssigkeiten dabei. Also nichts über 100 Milliliter natürlich, aber irgendwie genug, um 3-4 Beutel zu füllen, wahrscheinlich zu zweit. Und hat aber auch keinen interessiert. Wir haben die Sachen einfach so drin gehabt und alles ganz entspannt jetzt. Und ich gehe so weiter. Und jetzt startet unsere große Reise. Auf YouTube kommen jetzt allerdings erst nochmal 2 Videos aus Tokio. Und wenn es euch interessiert, auch noch ein Video zu einem Trip, den Sophie mit ihrer Schwester gemacht hat, in die Dominikanische Republik. Also ihr könnt ja kommentieren, ob auch Backpacking. Die Dominikanische Republik auch interessiert. Ja, genau. Und dann, wenn die 3 Videos oben sind, dann starten wir voll durch mit den ganzen Videos von der Reise jetzt. Genau, also wenn ihr dranbleiben wollt, abonniert uns und ja, wir sehen uns. Danke.